Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda quält sich Folge. Und heute haben wir einen Wunsch vom guten Games von gestern. An dieser Stelle viele, viele Grüße an dich, mein Guter. Und dieser hat sich Superman für den Game Gear gewünscht. Und auf Superman-Spiele liegt ja gefühlt so eine Art Fluch. Mir ist kein richtig gutes Superman-Spiel wie bekannt. Zumindest keins aus den 90ern. Da wurde ja so einige Schandtaten irgendwie vollbracht. Das Superman-Spiel auf den Game Boy ist nicht gut. Auf den Nintendo 64, da hat er irgendwie Videogame Nerd schon eine Folge zugemacht. Das soll ja auch schrecklich ohne Ende sein. Und die Game Gear-Version soll da jetzt auch nicht viel anders sein. Leider, leider. Hier sieht ja schon an der selbst ablaufenden Demo, also optisch würde ich sagen, geht's. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, woran es liegt. Okay, so. Oh, okay. Ich will erstmal die Steuerung herausfinden. Okay. Also wir laufen sehr schnell. Gut. Ja, ist gut. Könnte ziemlich hoch springen und fliegen, das ist schon mal gut. Was mir halt zu denken gibt, ist, dass es so schnell ist. Das mag jetzt vielleicht vom Sinne her korrekt sein, weil Superman ist Superman. Kann ich hier auch. Kann ich nur fliegen? Mag korrekt sein, aber worauf ich hinaus wollte, ich bin gerade so schockiert irgendwie. Gameplay-technisch ist das natürlich nicht so geil. Und ihr müsst jetzt bedenken, ich spiele es hier mit einem Emulator. Da ist das jetzt grafisch einigermaßen gut angezeigt. Aber stellt euch jetzt mal diese schnellen Bewegungen auf diesem, naja, schon ein bisschen trägen Game Gear-Display vor. Da wird das Ganze ja noch unübersichtlicher. Und ich denke mal, hier verliert man verdammt schnell die Übersicht. Okay. Ich kann springen. Attacke ist ein Faustschlag. Nicht sehr hohe Reichweite, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich kann fliegen. Gut. Ja. Wenn ich fliege, kann ich nicht angreifen. Jetzt habe ich irgendwas eingesammelt. Jetzt habe ich meinen Laserschuss. Okay. Meine Waffe, die ich beim Fliegen benutzen kann, ist da unten hier irgendwo zu finden. Im ersten Bildschirm, in der zweiten Grube oder Häuserschlucht, sage ich mal. Warum bekommt man diese Fähigkeit nicht von Anfang an? Warum? Erschließt sich für mich nicht. Ich bin jetzt, muss natürlich auch sagen, jetzt Superman technisch nicht so in der Lore drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt so okay ist oder nicht, aber ich dachte, der kann das immer. Also auch dieser Übergang irgendwie. Versuche es gerade. Okay. Also man muss springen und dann nach oben drücken. Er bleibt aber nicht wie so eine Drohne jetzt irgendwie fliegen, sondern ihr müsst dann halt konstant nach oben drücken. Okay. Wenn man das weiß. Okay. Ich versuche es wieder zu fliegen die ganze Zeit. Ich springe und drücke nach oben. Und er macht genau nichts. Ihr müsst zuerst nach oben drücken und dann auf springen. Dann fliegt er. Warum ich natürlich jetzt nicht einfach springen kann. Hä, jetzt geht's? Also entweder bin ich jetzt so doof oder die haben es blöd programmiert. Ersteres will ich nicht ausschließen. Kann ich jetzt schon wieder nichts schießen? Ich habe die Laserschüsse, habe ich aufgebraucht. Warum ist so eine Kernfähigkeit von Superman eine verbrauchbare Waffe? Ich meine, die Grafik geht, finde ich. Komm, flieg. Also ich krieg's am zuverlässigsten wirklich hin, wenn ich nach oben drücke und dann springe. Guckt euch mal diese Schussfrequenz an. Ich komm da ja nicht durch, ne? Und dann werde ich da so zurückgeworfen. Was für eine Schussfrequenz ist das denn bitte schön? Ich kann ja hier auch nicht einfach durchlaufen. Also muss ich jetzt. Kann ich das zerstören? Also die Schussfrequenz ist so hoch, dass ich ja
nicht drüber fliegen kann. Das ist viel zu schnell. Ich glaube nicht, dass man das timen kann. Okay. Also, jetzt nur, vielleicht überanalysiere ich jetzt auch, aber nur die ersten Meter jetzt. Es ist viel zu schnell. Ich finde ein Upgrade zum Fliegen, merke, dass ich fliegen kann, nur um gefühlt 3 Meter wieder in eine Szene zu kommen, wo ich wieder nicht fliegen kann, dass man gebremst wird. Warum? Also, lieber Games von gestern, ich wollte sagen, wirklich guter Wunsch. Und man hat natürlich nur ein Leben, ist klar. Wie soll man den jetzt, ganz ehrlich? Auch hier, ich weiß, ich überanalysiere jetzt den Einstieg. Aber gleich erscheint da hier so ein Roboter da, den ihr mit dem normalen Nahkampfangriff ja unmöglich irgendwie erledigen könnt. Okay, Slowdowns gibt es anscheinend auch. Was greift mich denn jetzt an? Wieso greift mich denn was außerhalb des Bildschirms an? Warum? Und das Fliegen ist ja unsinnig, weil man muss ja immer hochdrücken, damit man hochfliegt. Weil man kann halt nicht so einen Schwebemodus aktivieren. Und mit diesem Schwebemodus könnte man ja theoretisch jetzt das da attackieren mit den Laserblitzen. Oh nein! Man wird ja gebremst. Bruder muss los. Ist das jetzt hier? Kennt man den? Das Spielablauf ist viel zu schnell. Oh, ich habe mich gerade erschreckt. So, sogar Pinselmuster bellen. So schlimm ist das. Alter. So, jetzt habe ich es erwischt. Ist aber... ohne Witz. Ja, ich habe es vielleicht gemerkt, ich war gut drauf, als ich das Spiel gestartet habe. Ich war gut drauf. Aber das, was jetzt hier jetzt geboten wird, bitte, schnappt euch einen Emulator, probiert es selber aus. Guckt euch das schon wieder an. Drüber fliegen kann ich nicht. Ich kann nicht drüber fliegen. Und guckt euch jetzt einfach mal diese Platzierung hier an. Da muss ich mich runterfallen lassen, wo aber nur so ein bisschen Platz ist, um hier weiterzukommen. Nee. Ohne Witz, ich breche ab. Es wird nicht besser werden. Es wird nicht besser werden. Trotzdem, vielen Dank für den Wunsch. Ein würdiger Kandidat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Schreckliches Spiel.